basteln und stellen uns ein eigenes Stück zusammen. Wir machen die Kostüme, proben einzelne Hormonszenen oder so insgesamt 10. Und am Ende führen wir sie vor. Unser Stück heißt Glück oder reiß dich mal zusammen. Es geht um Glück. Wir beschäftigen uns mit dem Thema sehr intensiv. Wir fliegen halt mit einem Raumschiff zu den Hormonen und da gucken wir uns die Hormone an und das ist halt, das finde ich cool. Ja, also mir macht auf jeden Fall die Musik sehr Spaß oder generell das Schauspiel, auf der Bühne stehen und einfach den Text vortragen, der einem geschrieben wurde. Herzklopfen, Konzentrationsstörung, der Blutdruck steigt an. Das ist das Phenethylamin, auch als Lusthormon bezeichnet. Wir sind Dopamin. Wir wollen herausfinden, wo das Glück liegt. Also wo wir das finden. Was mir auch besonders Spaß macht, ist, dass es was komplett anderes ist. Weil in der Schule hatte ich einfach ein ganz klassisches Theaterstück. Und hier kann ich Theater auf eine komplett neue Art erleben und das ist ziemlich cool. Eine Person ist halt ganz traurig und wir versuchen einfach rauszufinden, wie man diese Person wieder glücklich macht. Deswegen wollen wir das Glück finden. Am meisten machen mir die Hormonszenen Spaß, weil man da so eine einzelne Rolle hat, also nicht immer, wo alle dann so gleichzeitig dabei sind, sondern mal so entweder zu zweit oder einzeln. Ey, Bro, was geht? Wollen wir heute auf Mount Everest klettern? Ja. Erstmal müssen wir ein paar Push-Ups machen. Die Person sollte Urlaub nehmen, in die Sonne gehen, Süßigkeiten essen, überhaupt was Leckeres essen. Solltest du überhaupt mal was Leckeres essen? Du sollst dich mit Freunden treffen. Es macht so viel Spaß, mit einem Ball mit deinem Hund im Garten spielen, dich entspannen. Und dann wird sie wieder glücklich. Theaterspielen an sich find ich auch sehr toll. Also es ist auch ein sehr schöner Glücksmoment, dann auf der Bühne zu stehen und das Stück auch zu präsentieren. Auch wenn die Gäste dann auch zufrieden damit sind. Für mich ist das auf jeden Fall Glück, weil es im Theater so ist, dass ich Dinge tun und sagen kann, die ich so im Alltag nie sagen könnte oder nie machen könnte. Und das heißt, ich kann mich wirklich ausprobieren. Ich kann, ja, im Grunde kann ich zeigen, wie gemein ich sein kann. Und ich kann es aber auch selbst, ich kann mich selbst auch austesten. Und das finde ich wirklich, wirklich toll. Und ich glaube auch das Gefühl, zu wissen oder zumindest zu hoffen, dass es mindestens eine einzige Person gab, die man mit dem, was man gemacht hat, auf der Bühne, die man damit berühren konnte.